Brasiliens früherer Superstar Ronaldinho hat seine aktive Karriere im Alter von 37 Jahren endgültig beendet. Das bestätigte der Bruder und Manager des zweimaligen Weltfußballers. Ronaldinho, Weltmeister von 2002 und einst unter anderem für Paris Saint-Germain und den FC Barcelona aktiv, spielte zuletzt 2015 für den brasilianischen Club Fluminense Rio de Janeiro. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte Ronaldinho 97 Spiele und erzielte 33 Tore, darunter zwei bei der WM 2002. Nach der Weltmeisterschaft in Russland im Sommer seien einige Abschiedsspiele in Europa, Asien und Brasilien geplant, heißt es in brasilianischen Medien.